Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015. Ja, vielleicht sieht es der erste schon. Vielleicht auch nicht. Also wenn ihr die Folgen zuvor schon gesehen habt, hatten wir nur noch 8.000 auf dem Konto. Jetzt haben wir 208.000 auf dem Konto. Jetzt wird wahrscheinlich eine sagen, oh Cheater, voll blöd. Aber ich habe nicht wirklich gecheatet. Wir haben zwar 200.000 mehr, wir haben dafür aber auch 200.000 Kredit mehr bei der Bank. Also sagen wir mal, unser Bauer hier, Hans Robert, hat gut mit der Bank verhandelt und das Kreditlimit auf 400.000 erhöht bekommen. Zahlen dann zwar auch mehr Zinsen, aber haben zumindest 200.000. Und was wir mit den 200.000 vorhaben, das seht ihr noch im Verlauf der Folge. Sollen wir schon mal gucken, wo wären wir denn eigentlich stehen geblieben? Dieses Feld hier noch schnell mal zu Ende sehen. Das wird auf jeden Fall die erste Beschäftigung werden. Anschalten und senken. Hier steht sogar noch ein bisschen was. Jetzt mal sehen. Hier wieder in die Ecke kommen, da hatte ich das letzte Mal ja auch schon so Probleme. Aber muss ich sagen, jetzt beim zweiten Mal klappt das doch schon deutlich besser. Na gut, die Wäscheleine war trotzdem im Weg. Hier kommen wir auch nicht um die Mühle so rum. Ja, das ist es dann eben, wenn man das Feld selber ein bisschen vergrößert, muss man ein bisschen mehr manövrieren und kann nicht alles einfach nur dem Helfer überlassen. Man muss dann auch doch so ein bisschen ein paar Arbeiten zumindest selber machen. Und ich gehe ja hier mal ein bisschen rum, schneller geht es leider nicht. Wieder bergauf. Ja, was machen wir denn 200.000? Ich habe überlegt, erstmal noch kein Feld kaufen. Ich habe nämlich in einem anderen gespeicherten Version mal ein bisschen was getestet. Und das können wir auch ganz gut verwenden, um ein bisschen Geld zu machen. Wir werden damit jetzt nicht übermäßig reich, aber werden zumindest relativ schnell ein paar Tausender machen und dann kann man den Kredit auch wieder zurückzahlen oder eben erst noch mal ein neues Feld kaufen und vielleicht größere Maschinen. So, hier können wir jetzt mal einen Helfer wieder einstellen. Ich hoffe mal, der fährt hinten nicht gegen das Haus, wir werden es sehen. In der Zwischenzeit, er steht hier noch an der Tafel, an der Missionstafel, gucken, ob es neue Missionen gibt. Chemische Lieferung, die ist gleich zu Ende. Fast noch kurz warten. Hier am schwarzen Brett. Aber noch 9 Minuten. Ach so, es sind zwei verschiedene Pizzakrise. Der Verpflegungsservice einer Privatparty sind die Pizzen ausgegangen. Bringen Sie Nachschub. Natürlich gleich mit dem Radlader Pizzen bringen. Nur ziemlich große Party sein. Aber wir haben hier noch keinen Frontlader mit Palettengabel, kommen wir vielleicht später noch mal zu. Gut. Ja, was habe ich noch gemacht? Vielleicht haben es einige in der letzten Folge gesehen, nachdem man die Mähwerke zurückgesetzt hatte im eingeklappten Zustand, konnte man sie nicht wieder ankuppeln. Daher habe ich die beiden mal zurückgesetzt komplett, über die Safe Game sozusagen geändert. Jetzt kann man die Mähwerke auch wieder verwenden. Das andere wäre sonst ein bisschen blöd gewesen. So, in der Zeit, wo die Sämaschine ihre Bahn zieht, kann man Hans Robert hier. Ups. Den Düngerstreuer ankuppeln. Ich muss natürlich da links fahren, was am engsten ist, aber es passt gerade so. Düngerstreuer will ich jetzt erst einmal komplett voll machen. Auffüllen mit
Taste R, geht los. Sieht man auch schon, ich glaube der Helfer, wo ist der Helfer? Hilft er noch oder steht er irgendwo schon? Oh nein, jetzt bin ich frech im Kreis. Ätzend. Diese Kante hier. Und man merkt, es fehlt das Frontgewicht. Navigieren ist nicht ganz so einfach, der zieht ein bisschen nach. Da ist der Helfer. Da muss er irgendwie wieder zurückgekommen sein. So gut. Oder das war noch. Nee, muss ja schon einmal hin und zurück sein. Doch er knallt gegen, aber irgendwie scheint er vielleicht die Kurve irgendwann zu kriegen. Aber dem helfen wir mal schnell etwas nach. Streuen auch hier die erste Kante, damit er sich nicht in den Bäumen verfängt. Machen wir selber. Geht aber auch schnell. Das ist wirklich erstmal nur dieses kleine Stück hier. Dann kann man auch fürs Düngenstreuen einen Helfer einstellen. Wir machen gar nicht so viele Arbeiten selber, wir lassen uns immer irgendwelche Helfer verrichten. Kostet zwar Geld, hat aber auch den Vorteil, dass die Maschinen nicht leer werden und man ständig wieder zum Nachfüllen fahren müsste. So, Helfer einstellen. Da war ich fast ein bisschen optimistisch. Leider lässt der Helfer so einen kleinen Rand hier links. Mal sehen, in welche Richtung er oben abbiegt. Also die Sämaschine hinten ist auch gleich fertig. Dann werden wir auch die Wachstumsgeschwindigkeit mal wieder ein bisschen hochstellen, ein bisschen schneller stellen, dass dieses Feld hier wieder relativ schnell erntereif wird. Aber dann wollen wir erstmal 200.000 sinnvoll investieren. Vielleicht habt ihr schon eine Idee wofür. Ich werde es euch gleich zeigen. Nur noch, dass die Sämaschine fertig wird hier. Das letzte Mal. Ja, der Kreis ist zu groß. Wäsche. Steinharte Wäsche hier ohne Weichspüler. Versperrt uns den Weg. Regelmäßig. Ein bisschen hingucken, wo man fährt, macht manchmal Sinn. Hier reicht die Breite auch noch gar nicht ganz aus, weil das Feld hier ja doch ein bisschen in die Breite geht. Der Düngerstreuer holt auf. Heizt hier doch deutlich schneller den Berg hoch als wir hier gerade. Also als Hans Robert, gib mal ein bisschen Gas. Wird nix.
So, aber zurück. Fährt auch ins Robert ein bisschen schneller. Stellen, die hier über sind. So, das wär's dann mit Seemaschine. Ausschalten, hochfahren und einklappen. Und weg damit. Also nicht weg, aber hier erstmal auf dem Hof eingeparkt. Ups. Der steht aber auch heilig blöd. Ich weiß auch gar nicht, warum ich den da abgeparkt habe. Mit dem Weg. Gerade eben schon, jetzt schon wieder. Blöde Stelle, den Mähdrescher abzustellen. So, unsere Maschinen sind ja immer noch so dreckig. Was sagt ihr eigentlich? Soll ich mal so ein Säuberungsgerät, einen Hochdruckreiniger kaufen und die Maschinen mal wieder sauber machen? Oder stört euch das nicht? Würde mich mal über Kommentare von euch freuen, was ihr davon so haltet. Was euch besser gefällt. Oh, der Düngersteuer zieht hier noch fleißig seine Bahn, wird aber wahrscheinlich jetzt am Ende der Bahn auch Bekanntschaft mit dem Haus wieder machen. Also warten wir doch mal kurz mit dem Investitionsplan, weil die Bank vielleicht schon nervös wird. Die richtige Entscheidung war, uns 200.000 mehr Kredit damit zu gewähren. Wir werden sehen. Also, Helfer entlassen. So, ein bisschen die Wäsche hier düngen. Ein bisschen rumeiern. Und das letzte Stück hier düngen. Dafür stellen wir dann Helfer ein. So, jetzt kommen wir mal weiter. Also, was habe ich vor? Als erstes hat uns die Bank erlaubt, für dieses neue, frische Geld einen Traktor zu kaufen, der die Möglichkeit hat, einen Frontlader anzubauen. Also wir haben hier zur Auswahl einen für 64.000 mit 75 PS. Die können alle keine, also der kann einen. Hat 114 PS, schon ein bisschen mehr. Aber immer noch weniger als unser bisheriger. Hier an diesem Traktor lässt sich ein Frontlader anbauen. Die sind von der PS-Zahl auch alle echt überschaubar. Hier macht das einen Sprung, 190 PS. Kann man aber keinen Frontlader ranbauen. Der wieder weniger, 160 ohne Frontlader. Und der hat auch 160, kann aber einen Frontlader. Und 160 heißt auch, der ist ein bisschen stärker als der Traktor, den wir schon, also die beiden Traktoren, die wir schon haben. Hier sieht man 220, 260, 320, also es wird immer mehr. Ich möchte mal gerne den nehmen und dann haben wir dem auch die Möglichkeit, einen Frontlader anzubauen. Das kaufen wir. So, dann brauchen wir noch ein gutes Gerät und zwar eine Kettensäge. Ich nehme mal die Husqvarna-Kettensäge kaufen. Mausrad drehen oder 1, 2 oder 3 auf der Tastatur drücken, um die Kettensäge zu wechseln. Ja gut, wir haben ja nur eine, also reicht uns. So, das war es ja noch gar nicht. Wir brauchen ja auch noch die passenden Frontlader aufbauten. Wo sind sie denn? Also, kaufen einmal den 5400. Und eine Zange zum Holz aufnehmen. Wie ihr ja schon gemerkt habt, mit der Kettensäge wollen wir jetzt mal ein paar Bäume fällen und diese direkt beim Sägewerk verkaufen. Die Gabel brauchen wir. Okay. Und wir brauchen auch gerne noch für den Traktor hinten ein Gegengewicht, weil so ein Baum wiegt ja einiges. Mal gucken. Zurück. Das war zwar zurück. Versuchen wir es nochmal. Und da sind die Gewichte, das größte steht bereit. Okay, dann haben wir alles gekauft, was wir brauchen.
Und hier sehen wir schon unser neues Gefährt. Blau jetzt mal. Aber schön, schon mit ein bisschen mehr PS. Also das wird auch das Fahrzeug sein, was in Zukunft dann die Rapsernte wegbringt. Weil der andere doch immer bergauf ein bisschen sehr langsam wird. So, Kuh, ankuppeln, ankuppeln. Mit der Maus kann man es ganz gut steuern. Das ist ein bisschen noch Übungssache natürlich, die mir auch noch fehlt. Aber ich denke, die werden wir relativ schnell kriegen. Die Übung. So, dann haben wir noch mal ein schönes, feines, neues Gefährt. Wie gesagt, dafür hat die Bank uns den erhöhten Kreditrahmen gewährt. Und damit fahren wir jetzt mal Richtung Sägewerk. Dafür checken wir noch mal schnell die Karte besser. So, da sind wir, müssen drehen. Müssen da längs. So, fährt er schneller als 42? Ja, sehr schön. 40 oder 51, 52, glaube ich, habe ich gerade eben kurz gesehen. Hier mit dem Frontaufbauten üben, Maus hoch und runter ziehen, mit linker Maustaste gedrückt halten. Ja, hier sind schon eine Menge Bäume, die sind mir aber ehrlich gesagt ein bisschen zu weit weg vom Sägewerk, weil wir eben direkt gleich versuchen werden, die Bäume gleich zu fällen und dann direkt mit dem Traktor in die Verkaufsfläche beim Sägewerk zu ziehen. So mal für ein paar Einnahmen sorgen. Ja, ein bisschen was anderes. Derzeit, wo denn das Feld wieder wächst, haben wir hier eine ganz gute Möglichkeit, so ein paar Tausender dazu zu verdienen. So, jetzt sind wir auch gleich schon beim Sägewerk angekommen. Das hier war, ne, genau das, das ist hier Heizkraftwerk. Und hier haben wir das Sägewerk. Und direkt in dieser großen Fläche kann man Bäume verkaufen. Und wie ist es hier so schön, überall hier rundherum stehen auch Bäume. Und das wird jetzt erstmal die Arbeit sein, die ansteht. Diese Bäume zu fällen und dann mal zu schauen, wie viel Geld uns das so bringt, ob sich das lohnt oder ob wir den Trecker eben nur für die Zukunft für Transport und sowas gekauft haben oder ob man hiermit auch ganz gut Geld verdienen kann. Und wie viel Geld man hiermit verdienen kann, zeige ich euch dann gleich in der nächsten Folge. Ich freue mich, euch in der nächsten Folge wiederzusehen. Vielen Dank fürs Zusehen.